Tja, warum fehlt wohl Kurs 8? Willkommen zurück zu Super Mario 64 DS. Lol. Ja, reden wir gleich darüber. Erstmal bin ich jetzt hier wieder mit Wario am Start, weil ich mich erinnert habe, beziehungsweise, ja doch, ich habe mich eigentlich erinnert, dass es hier diesen Block gab. Ich schätze mal, er wird jetzt eine Bonuswelt sein. Ja, sieht so aus. Hier war früher auch mal ein Schalterpalast. Da wird es jetzt wahrscheinlich, ja gut, es sieht immer noch genauso aus und... Ja, es gibt dann hier wahrscheinlich einfach wieder nur zwei Sterne. So wie in der grünen Giftgrotte. Machen wir das doch zuerst. Ja. Ich glaube, dann fange ich auch gar nicht großartig darüber anzureden. Sondern kümmere mich jetzt erstmal hier drum. So, rote Münzen müssen wir auf jeden Fall... Na, ich hasse es. Auf jeden Fall wieder sammeln. Ich habe schon verkackt. Wie mache ich das denn am besten? Eieieiei. Und warum ist diese Kiste... Ah, die ist halt so um 45 Grad angeschrägt. Das finde ich ein bisschen irritierend. Bringt mir der Lead-Wario jetzt hier, oder der Metall-Mario? Wario, mein Gott, jedes Mal. Ich glaube nicht, da bräuchte ich dann halt schon Mario, damit ich da wieder hochschweben kann. Was dann auch wieder ein enormer Vorteil ist, gegenüber dem Original. Weil so kann ich jetzt nochmal an die Münzen kommen. Ja gut, der kann mir auf jeden Fall mal sagen, was hier abgeht. Okay, vier sind auf dieser Rampe da und die anderen vier kommen jetzt auf den Weg nach rechts. Gut, gut. Eine Luigi-Kappe haben wir hier auch, also eventuell gibt es hier einfach wieder so einen Sternschalter. Wäre jetzt gar nicht mal so abwegig. Da drüben ist auch noch eine Plattform. Wofür ist die denn da? Ah, für den Sternschalter, siehst du mal. Wo der allerdings spawnt. Gut, das schauen wir uns später an. Ich würde mich jetzt erstmal um die Münzen kümmern wollen. Ja, ich habe mir natürlich clevererweise nicht gemerkt, auf welchen Plattformen das Ding überhaupt war. Ich versuche aber einfach mal so weit wie möglich nach oben zu kommen. Irgendwo war ja hier auch noch eine weitere Box, genau hier. Wunderbar. Die brauche ich auch. Scheiße. Ja, das war ja klar. Bitte bleib doch... Was macht man denn am besten? Man rutscht doch, glaube ich, automatisch runter, wenn man nichts drückt, oder? Ich glaube, man muss schnell genug eine Arschbombe machen. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich gebe jetzt einfach mal Vollspeed und vor allem auch Vollspeed Richtung Wand. Ja, ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. So, als würden wir hier hochgleiten. Richtig praktisch. So. Und noch weiter. Na, das war die falsche Taste. Kriege ich eine neue, bitte? Warum kriege ich jetzt keine neue? Ach, Leute. Jetzt. Okay. Das Ding braucht eine Weile, wenn ich es aktiv rejected habe. So. Ich glaube, ganz oben war doch... Ah, ne, ganz oben bin ich gestartet, ne? Hier ist auf jeden Fall eine. Dann springe ich jetzt einfach mal hier runter. Hier ist ein Münzblock, wahrscheinlich. Oder ne, ein One-Up-Block. Okay. Her damit. Okay, brauche ich das Ding jetzt noch? Eigentlich aktuell nein. Wenn ich doch ganz oben noch eine war. Ja, ach, kacke. Boah, ich mag diese Rutsche nicht. Die ist kacke. Ich weiß ja auf jeden Fall, dass hier vier Münzen sind. Ich weiß auch gar nicht, warum ich gerade so weit weg bin. So, komm, egal. Ich hole mir jetzt erstmal die beiden. Und jetzt muss weiter oben noch irgendwo was sein. Das heißt, wir gehen wieder ganz nach unten. Schön, macht Spaß, ne? Kann ja nur Ewigkeiten dauern. Außerdem Ewigkeiten gedauert hat die Hasensuche. Ja, ich habe tatsächlich gestern die 28 gibt es ja Minispielschlüssel versucht zu bekommen. Mit jedem Charakter gibt es, ich weiß nicht, ich glaube es waren 8 Hasen, die man fangen muss. Ich konnte jetzt 2 mit Wario noch nicht bekommen, weil die im oberen Bereich sind, wo wir noch nicht hinkommen. Also im allerobersten Bereich mit Tic-Tac-Trauma und so. Und ich fall wieder ganz runter, weil ich einfach zu blöd war und nicht zwischengestoppt bin. Ja, auf jeden Fall. Die beiden kann ich noch nicht bekommen. Und den letzten bekommt man auch offenbar erst mit einem Stern. Und da weiß ich mittlerweile, dass es 150 gibt. Und ist halt schon ein bisschen mehr als 120. Und entsprechend ja, haben wir gerade mal ein bisschen mehr als die Hälfte. 8 mehr als die Hälfte. Und das ist schon ein bisschen belastend, weil ich finde...
83 klingt jetzt eigentlich ziemlich viel. Ist es auch eigentlich. Aber wenn wir dann 150 statt 120 haben, ist es auf einmal gar nicht mehr so viel. Ist jetzt hier ganz oben doch ein? Hä, Moment. Okay, doch. Wo bin ich denn gestartet? Ach, ganz oben war... Ja, okay, gut. Okay. So, ich denke, das können wir uns erlauben. Okay, das hat einfach mal nur die Hälfte abgezogen. Ich dachte, da werden wir jetzt richtig... Ja, einfach... Wir werden einfach tot. Also bei der Höhe hätte ich mir das eigentlich vorstellen können. Es ist so eine Höhe, bei der bei Tomb Raider einfach mal das Bild direkt weg ist, weil es lohnt sich gar nicht mehr zu warten, bis Lara aufkommt. So. Und jetzt befinden sich hier noch irgendwo vier lustige Dinger. Und ich falle wahrscheinlich runter und darf alles nochmal machen. Ich sag mal so, es würde mich nicht wundern, aber das wäre natürlich extremst kacke. Also extremst kacke. So, hier bin ich. Ich glaube, hier bin ich auch öfter mal einfach drüber gedriftet. Ich kann es verstehen. Deswegen habe ich jetzt auch gerade einfach direkt nichts gemacht. Da drüben ist nichts mehr, ne? Ach, die Kacke war das. Ja, okay. Ja, fickt euch. Ich hasse dieses Spiel. Wirklich. Also wegen genau solchen Sachen einfach. Ich hasse dieses Spiel einfach. Ich habe auf jeden Fall schon wieder Motivation zu schneiden. Und ich glaube, das mache ich auch, weil ich habe echt keinen Bock, Zeit zu verschwenden. Mit diesen fuck 4 Münzen da auf der linken Seite. Auf der rechten Seite nehme ich euch natürlich direkt wieder mit. Bei jedem Versuch jetzt, aber... die Münzen links muss jetzt halt echt nicht sein. Außer ich kriege es jetzt wirklich im First Try hin, auf jeder zu landen und zu snacken. Und das sieht tatsächlich gerade gar nicht mal so schlecht aus. Wenn er jetzt diesen Backflip schafft, wäre das natürlich hervorragend. Er hat ihn gerade so geschafft, aber er hat ihn geschafft. Insofern, nice. Dann muss ich nichts schneiden. Ja, so einfach kann es auch gehen, weißt du? Und ich struggle mich hier 5 Minuten mit der neuen Fähigkeit da ab. Ich meine, schön, dass wir die überhaupt haben. Aber, ne? So ist es ein bisschen einfacher. Und ich nehme jetzt auch die Mario-Mütze. Ich weiß natürlich nicht, ob es mit Mario vielleicht einfacher ist, aber... der kann doch weniger gut springen, oder? Und generell würde ich jetzt nicht vermuten bei Sprüngen, dass ich da den Wario dem Mario vorziehen sollte. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Ja gut, aber jetzt weiß ich aber, dass ich die Plattform umflippen und dass ich mir dann direkt mein nächstes Ziel irgendwo aussuchen muss. Weiß doch nicht, welches das sein wird. Es war ein... Ich kann es nicht erklären, es war einfach nur dumm. Schnitt! So. Da sind wir wieder. Langsam. Ja, das war ja ein tolles Timing von den Plattformen da drüben. So, das ist schon mal besser. Dann springe ich da einfach mal hier rüber. Und hier rüber. So, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Das war auch nicht so schlecht. Auch wenn es riskant war. Und jetzt hoffe ich, dass da oben einfach irgendwie die letzte Münze ist. Da ist auf jeden Fall eine Luigi-Kappe. Da ist eine Blume. Die letzte Münze ist auf jeden Fall hier. Das ist schon mal gut. Und jetzt muss ich doch eigentlich nur mit Mario da drüber fliegen, oder? Oder was? Ach nee, ich muss mit Luigi da durch. Wie blöd bin ich denn? Wieso dachte ich gerade, dass da irgendwie... dass ich da drüber fliegen muss? Ich weiß nicht, vielleicht geht das sogar. Aber natürlich ist es hier sinnvoller, mit Luigi einfach durchzulaufen. Lol. Ich weiß nicht, ob das hier der offizielle Levelausgang ist oder wie es aussieht. Ich werde aber auch zurückgesetzt hier. Was ich ein bisschen dreist finde. Weil ich muss da doch den anderen holen. Mano. Na gut. Hauptsache, der ist jetzt schon mal erledigt. Das ist eine sehr gute Sache. Ja, jedenfalls, wo die Hasen und so sind, das werde ich euch alles ans Ende dieses Videos schneiden. Ans Ende dieses Videos. Das müssten genau 4 Minuten gewesen sein. Muss ich dann denken, dass ich das berücksichtige. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich da drüben überhaupt hin? Ja gut, auch mit Mario auf jeden Fall. Aber ist das die Antwort? Ich weiß ja doch überhaupt nicht, wo der Stern spawnen soll. Also ich habe jetzt diese Kapsel noch nirgends gesehen hier. Nicht, dass ich mich besonders gut umgeschaut habe. Vielleicht noch oben links irgendwo. Oder doch da oben, wo ich gerade war, bei der Luigi-Kappe. Mal schauen. Ich würde jetzt auf jeden Fall mal versuchen, mit Mario darüber zu fliegen und den Schalter zu aktivieren. Dann sehen wir, was passiert. Ich muss ja auch erstmal wieder zurückkommen. Ist die andere Sache. Vielleicht klappt das auch... Ja, das klappt niemals mit einem Longjump. Ist hier vielleicht irgendwas unsichtbar? Okay, da oben geht's noch weiter. Und da brauchen wir dann wahrscheinlich auch die Flugfähigkeit. Ja, okay, gut. Dann ist das wahrscheinlich ein Stern für Mario. Und da drüben befindet sich dann auf jeden Fall der Stern auch.
Ich muss also gar nicht mehr zurück. Das ist gut, dann gucken wir doch mal. Muss ich hier dann vielleicht einen Walljump machen? Das sieht ja fast so aus, als müsste ich hier quasi meine Fähigkeit verlieren. Ich gucke mir trotzdem erstmal das ganze Gebilde hier an. Das war richtig gut, ne? Ah, scheiße. Ja, kann der Stern mal wieder despawnen? Wäre super. Wir haben viel Zeit, aber ich weiß nicht, wo genau der Stern ist, ne? Mhm. Top. Das hätte ich schon fast rausschneiden können. Ja, ich bin ja auch eigentlich nicht so pro rausschneiden, aber es... in solchen Projekten, ganz ehrlich. Ich möchte das auch nie wieder let's playen. Also weder die DS-Version noch das Original. Okay, das ist eigentlich komplett gelogen. Sollte ein Remake rauskommen, würde ich das auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Aber das Original oder jetzt hier die Remake-Version auf dem DS, ja, nee. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Ach, da geht's direkt weiter mit dem Spaß, okay. Ja, okay. Ich meine, es muss ja auch einen Grund haben, warum es so lange... warum der Stern so lange aktiv ist. Das haben wir aber auf jeden Fall locker geschafft, so. Ja, okay. Gut. Auf jeden Fall gehört auch dieser Stern jetzt uns, das ist sehr gut. Und jetzt lüfte ich das Geheimnis um Welt Nummer 9, Nummer 8 war es, glaube ich, ne? Weil es ja auch ein Geheimnis ist, weil jeder dieses Spiel gefühlt auswendig kennt. Ja. Und zwar, der Max hat mir einen Kommentar geschrieben von wegen so, ja, ein Toad hat so einen Dialog gesagt, von wegen so, Monolog ist ja eigentlich, von wegen, ja, hier gibt's auch Leute, die dir die Kappe klauen, beziehungsweise wenn du die Kappe verlierst, irgendwie, irgend so ein Dialog war da. Und ja, da habe ich mich natürlich an das Level erinnert, wo einem die Kappe geklaut werden kann. Zumindest an eins. Ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich noch mehrere Level, wo diese Charaktere vorkommen, die einem die Mütze überhaupt klauen können. Ja, ich habe einfach die Wobbiwabba-Wüste komplett ignoriert. Das Lustige ist, ich habe die ganze Zeit irgendwie auch das Gefühl gehabt, zumindest als ich da unten war, da war doch noch irgendwie was. Hä, wo? Waren hier nur zwei Level? Hä, hier war doch noch irgendwas? Ja, natürlich. Die Wobbiwabba-Wüste war auch noch da. Und die macht man natürlich in der Regel vor der wilden Wasserwerft, weil die erst hier hinter der Bowser-Welt versteckt ist. Und ja, weil ich sie nicht gesehen habe, habe ich sie einfach auch komplett vergessen. Dafür muss man nämlich einmal, hier wäre natürlich die Lava-Welt direkt voraus, rechts befindet sich dann die grüne Giftgrotte und hier hinten in dieser Wand befindet sich Welt Nummer 8. Die Wobbiwabba-Wüste. In den Krallen des Riesenvogels. Ja, es ist schon ein bisschen bitter, dass ich die einfach komplett vergessen habe. Also ich hab mir auch Gedanken gemacht, habe ich ja letztens mal erwähnt, von wegen so, ja, was gab es denn hier noch für Welten? Mir ist die Wüste partout nicht eingefallen und es gibt ja, glaube ich, sogar noch ein zweites Wüstenlevel. Das ist halt echt Wahnsinn. Das ist mir halt einfach überhaupt nicht in den Sinn gekommen. So. Ich brauche die Flugkappe wieder und die war hier oben drauf. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie man hier am besten hochkommt. Ich glaube, mit so ein paar Tricks... Ja gut, so mit dem Backflip auf jeden Fall. Und hier befindet sich auf jeden Fall mal die Flugkappe. Ich glaube, 100 Münzen war jetzt ziemlich kacke. Aufgrund der Tatsache, dass man halt den, muss ich den jetzt einfach nur abfliegen, oder wie ist das gewesen? Ich weiß nicht mehr genau. Ich werde ihn jetzt auf jeden Fall mal verfolgen. Diesen, ach, Klepto sind das, ne? Klepto sind das. Auf jeden Fall. Hier ist auch noch so ein Block zum Fliegen, glaube ich. Wieder refreshen. Und hier ist eine Wario-Kappe. Ja gut, komm. Töte mal den Goomba. Die Wario-Kappe selbst will ich nicht. Ja, was wollte ich hier... Was wollte ich sagen? Scheiße. Ach so, ja genau. Das Level spielt sich halt drinnen und draußen ab. Sehen wir da sogar schon einen Stern oder was ist das da? Weiß es nicht mehr genau. Ja, super. Das war... Das ist auch so ein klassisches Mario 64, ne? Man fliegt gegen eine Kante und verkackt deswegen, obwohl man den Stern eigentlich... Man muss ihn nur noch einsammeln. Das ist so scheiße, ehrlich. Ja, das Level spielt sich ja drinnen und draußen ab. Einmal hier in der Wüste selbst und dann halt in der Pyramide. Und wenn man halt einmal in der Pyramide ist, kommt man nicht mehr raus. Zumindest war es im Original so, vielleicht haben sie es hier geändert.
Weil es gibt ja schon einige Quality of Life Changes durch dieses Flug-Power-Up von Mario. Also nicht dieses Flug-Power, was wir gerade haben, sondern dieses Bubble-Power-Up da, wie auch immer das heißt. Aber ich vermute mal nicht. Ich vermute mal, man kommt auch in dieser Variante des Spiels, in diesem Remake, nicht wieder raus. Und da muss man sich halt ganz sicher sein, wenn man in die Pyramide geht, dass man draußen noch genug Münzen gesammelt hat, weil sonst ist das alles, was man draußen gesammelt hat, nichtig. Und man darf das Ganze einfach nochmal machen, weil man in der Pyramide nicht mehr genug findet. Ja. Auf jeden Fall war in der Pyramide auch ein richtig fieser Stern. Zumindest fand ich den damals ziemlich fies. Auf den bin ich irgendwie nicht gekommen. Ich glaube, den muss ich dann nachschauen. Mal schauen, wie es diesmal läuft. Also ich weiß, es hatte irgendwas mit der Mitte der Pyramide zu tun. Jetzt natürlich die Frage, was genau? Irgendwie fallen lassen oder irgendwas? Aber das ist so kacke, ey. Ich hatte diesen Klepto einfach, also ich hatte den Stern vom Klepto schon entfernt. Musste ihn nur noch einsammeln. Ach, der spawnt da hinten. War der gerade ist er doch irgendwo oben gespawnt, oder? Bin ich doof. Deswegen wollte ich ja nach oben. Wobei ich hier vorhin auch irgendwie was gesehen habe. Naja, wie auch immer, der gehört jetzt uns. Das ist gut. Die Wüste kann triggern, muss aber nicht. Ist jetzt so meine Erinnerung. Mich hat sie auf jeden Fall immer getriggert. Bei bestimmten Sternen. Das wird diesmal bestimmt auch passieren. Die Spitze der Pyramide. So, jetzt muss ich vielleicht nur nach oben, vielleicht auch nicht. Wir müssen auf jeden Fall irgendwann auf diesen ganzen Säulen landen. Ich glaube, da müssen wir einen Stampfer drauf machen und dann... Ich glaube, dann spawnt einfach irgendwo ein Stern. Das ist auch gar nicht mal so einfach. Wieso hatte ich denn früher immer so Probleme damit? Konnte ich einfach keinen Backflip zu der Zeit? Oder habe ich nicht gepeilt, dass da so eine Erhöhung ist? Oder gab es die Erhöhung in der Form noch gar nicht? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gab es sie schon, ich war einfach zu blöd. So, wie war das hier? Man musste... Ach, nee! Leute, ich glaube... Ach, nee, doch, okay. Ja, das war extrem schlecht. Das ist die Spitze der Pyramide, glaube ich. Aber, der Stern, den ich gerade angesprochen habe, das ist tatsächlich auch mit der Spitze der Pyramide verbunden. Vielleicht sammle ich jetzt gerade auch doch einen ganz anderen Stern. Das war eigentlich sehr praktisch, weil ich dadurch jetzt nicht landen musste. Danke, Fly Guy. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt die Spitze der Pyramide war. Ja, das war die Spitze der Pyramide, okay. Nee, denn wenn man auf diesen ganzen Säulen landet, dann wird, glaube ich, die Spitze der Pyramide, also die eigentliche Spitze und nicht da in der Nische, wo ich war, zerstört. Entdeckungsreise in der Pyramide. Ja, ist mir egal, ich werde das jetzt auf jeden Fall mal machen. Oder? Oder machen wir einfach mal wirklich komplett nach Plan. Ich glaube, wir machen einfach mal komplett nach Plan. Ich weiß auch gar nicht, ob man immer die Flugkappe braucht, um da hinzukommen, aber es ist halt so viel einfacher, ne? So. Her damit. Erstmal wieder den Eingang der Pyramide auffinden. Ich weiß gar nicht, wo genau der war. Auf welcher Höhe, auf welcher Seite. Ich glaube, der war hier. Oh Gott, war das schon wieder knapp. Also hier auf jeden Fall nicht. Ja. Es gab doch einen Eingang, oder? So einen Seiteneingang. Man musste doch jetzt nicht irgendwie die Pyramide aufsprengen oder so, oder? Ja, hier war es. Hier. Hier jede rein. So, sehr gut. Okay, dann kümmern wir uns doch erstmal kurz hier drum. Gucken wir mal, was hier abgeht. Hier ist auf jeden Fall eine Luigi-Kappe am Start. Münzen kann man hier auf jeden Fall noch gut bekommen. Hier war auch, glaube ich, der blaue Münzen-Switch. Der hat, glaube ich, im Treibsand irgendwas gespawnt. Die Dinger sehen irgendwie anders aus, oder? Wie heißen die Dinger eigentlich? Also draußen sind wieder so Toxboxen. Die kenne ich ja jetzt sehr gut aus Super Mario Galaxy und vor allem auch Galaxy 2. Okay, was hat er gesagt? Ich habe nicht aufgepasst. Von vier Türmen muss ich das Licht zeigen, dann wird der Gipfel hell erstrahlen. Ja, das ist die kryptische Nachricht dafür, dass ich doch am besten auf den vier Säulen einen Stampfer machen sollte, damit sich die Pyramide aufsprengt. So, bin ich jetzt hier wieder voll der Cheater, weil ich jetzt so viel schneller... Wobei, muss ich überhaupt nach oben? Wo muss ich genau hin? Ich glaube, ich muss schon nach oben. Die Frage ist, wohin genau? Und wohin kann ich überhaupt genau mit dem Ding kommen? Zeittechnisch. Es hatte was mit dieser Rutsche zu tun auch. Dieser Stern, der mich abgefuckt hat. Ich weiß nicht mehr, was genau. Naja. Ich gehe einfach mal hier oben weiter. Ich denke mal, das Geheimnis der Pyramide war, einfach nur nach oben zu kommen. Dann stellen wir uns mal hier kurz in die Nische. Das Ding rollt jetzt nämlich auch wieder zurück. Ja, wir müssen, glaube ich, noch einmal die Spirale da hochlaufen, die wir jetzt auf der Karte sehen. Und dann wird sich da, glaube ich, der Stern schon finden.
So, das läuft doch erstmal alles ganz gut. Ich meine, es sind noch die ersten Sterne, aber das muss ja nichts heißen. Die müssen ja nicht einfach sein. So, jetzt müssen wir uns hier ein bisschen an die Wand pressen. Weil wir auch so da lang laufen könnten, aber das möchte ich jetzt nicht riskieren. So. Da oben höre ich schon einen Steinblock. Vielleicht ist er auch unten gewesen. Unten waren auf jeden Fall Steinblöcke. So, in die Richtung geht's nicht weiter. Ach nee, das ist wieder einer von diesen beweglichen Dingen. Auf den müsste ich, glaube ich, am besten drauf, oder? Was heißt am besten? Ich glaube, ich muss auf den sogar drauf. Oder? Nee, muss ich nicht. Ich muss da weiter. Und da haben wir auch schon den Stern. Ja, das ging halt tatsächlich ziemlich schnell. Aber ich habe ja auch ein bisschen Weg geskippt. So, und in diesem Gitter da, in diesem Gehege, lande ich, glaube ich, wenn ich die Pyramide aufgesprengt habe. Aber ich meine, da gab es doch noch... War das in dieser Welt? Irgendwo gab es da noch einen Kampf gegen Wiggler oder sowas. Nee, ich glaube, das war in der grünen Giftgrotte, oder? Sag mal, kommt man da nicht auch mal irgendwo von oben? Muss ich da irgendwo fallen? Nee. Nee, ich glaube, jetzt denke ich gerade an Gulliver Gumba. Mit so einem Netz und so. Ja, keine Ahnung. Vier Säulen und das Gleichgewicht, ja. Was wir dann mit dem Gleichgewicht noch machen müssen, weiß ich nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall die vier Säulen jetzt erstmal in den Boden stampfen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob es da bei der Toxbox da hinten oder ich glaube, das waren mehrere, zwei, drei Stück. Ob wir da irgendwie auch noch aktiv so einen Stern bekommen oder ob das nur so für rote Münzen ist. Rote Münzen waren da auf jeden Fall in dem Bereich. Jetzt habe ich tatsächlich wieder Probleme, den Sprung hier hinzukriegen. Ich drücke aber auch gerade nicht nach hinten. So. Vielleicht war das immer mein Problem, dass ich einfach immer nur, ja, im Endeffekt R und B gedrückt habe. B ist es. Und nicht in Richtung gezeigt habe, weil das halt nochmal wichtig ist. Das könnte gut sein, dass ich das damals einfach verkackt habe und es einfach nicht gewusst habe. Oh, das war ziemlich knapp. Ich hoffe, der hat schon gezählt. Sehr gut, so. Dann geht's direkt weiter zu dem hier. Das könnte halt prinzipiell ziemlich schnell gehen, wenn man halt gut ist. Wenn man nicht gut ist, dann kann das halt auch Ewigkeiten dauern. Ich weiß aber gar nicht, ob die Flugkappe jetzt permanent ist oder eben nicht. Deswegen werde ich jetzt sicherheitshalber mal hier auf der Pyramide. Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so clever war. Ich wollte auf jeden Fall mal zwischenlanden, um sicher zu gehen, dass die Flugkappe auch bleibt. So, und jetzt hier die beiden. Auf der Seite dürfte ich noch nicht Spaß haben. Jetzt einmal noch nach rechts und dann müssten wir, glaube ich, alle haben. Wir müssen aber erstmal drauf landen und hier ist auch der Klepto gerade am Start. Ziemlich doof. So, ja, sehr gut. Hat auf jeden Fall funktioniert. Wir sehen die Pyramide bröckeln und explodieren. Und jetzt können wir hier rein. Let's go! Oh, und ich sollte eigentlich langsam den Part beenden, ja? Absolut. Den holen wir uns vielleicht noch, wenn das jetzt hier nicht Ewigkeiten dauert. Ich weiß nämlich nicht, was ich hier noch zu tun habe. Oder fährt jetzt einfach nur runter? Was passiert hier? Nee, hier war ein Bosskampf, stimmt. Hier war noch ein Bosskampf. Ja, ich erinnere mich. Dann würde ich sagen, machen wir das im nächsten Part. Und wir kümmern uns jetzt erstmal um die Hasen. Ja, glücklicherweise ist es schon wieder eine ganze Weile her, dass ich die Hasenjagd hier aufgenommen habe. Deswegen, ob ich das nur alles so zusammenkriege, wie auch immer. Wir sind jetzt gerade mit Yoshi und sammeln mit ihm zunächst mal noch die fehlenden Hasen. Ich weiß auch nicht, wie viele wir mit welchem Charakter vielleicht schon gesammelt hatten. Fakt ist, es gibt mit jedem Charakter 7 zu finden. Zumindest gibt es 28 insgesamt und es gibt 4 Charaktere. Ja, und bei Yoshi sind tatsächlich die meisten draußen. Also der unten im Erdgeschoss. Im Hintergrund gewittert es vielleicht, hört er das? ja, auf jeden Fall im Erdgeschoss gibt es diesen einen Keller. Nicht Erdgeschoss. Ich bin schon selber komplett verwirrt durch das Spiel. Und es ist doch schon verdammt laut. Naja, jedenfalls die meisten mit Yoshi sind draußen. Und seine Hasen sind gelb. Ja, viel mehr gibt es da eigentlich gar nicht großartig zu sagen. Ich habe jetzt aktuell 25 Hasen. Also ich habe jetzt bis Hase 25 gefangen. Weil ich 3 noch nicht fangen konnte zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ja, das werde ich dann gleich nochmal erläutern. Danach jetzt die mit Luigi. Mit ihm können wir einen noch nicht holen, weil wir dafür ja erst alle Sterne haben müssen. Alle 150 gibt es.
Und erst dann können wir wohl den letzten bekommen. Und hier fängt jetzt schon dieser tolle Spaß an. Wir müssen in die einzelnen Räume der einzelnen Level teilweise auch reingehen. Und den hier finde ich besonders fies. Der ist im Schlossgarten. Da habe ich was gehört, dachte aber, vielleicht sind es doch die Buhus. Nee, es ist tatsächlich oben ein Hase. Ja, jedenfalls habe ich am Anfang noch versucht, selber die ganzen Hasen zu finden, aber irgendwann war es mir dann zu blöd, als ich dann spätestens bei Wario gemerkt habe, dass man in die einzelnen Level-Portale da reingehen muss, in diese einzelnen Räume dafür. Das war mir dann doch zu blöd und auch hier bei Marios Welt zum Beispiel, man muss halt wirklich eigentlich das ganze Schloss viermal durchforsten, erkunden. Das war mir dann doch zu blöd, dann habe ich die meisten dann später nachgeschaut, nachdem ich das mit ein, zwei Charakteren versucht hatte rauszufinden, aber es dann nicht geschafft habe. Ja, mit Wario gibt es tatsächlich auch einen ganz netten Dialog. Den lasse ich, glaube ich, gleich beim nächsten Hasen mal kurz laufen. Und hier habe ich auch ein bisschen gebraucht. Der ist jetzt bei Wumms Wucht, war, glaube ich, oder? Ne? Nicht so einfach, den zu fangen. Mit diesen Stummelbeinchen hast du mich gefangen? Wie das? Mann, ja, hier, lass mich runter und ich gebe den Schlüssel. Die Dialoge sind teilweise ziemlich cool. Muss ich schon sagen. So, der hier läuft einfach nur einmal im Kreis hier um diesen Teich rum. Brunnen, wie auch immer. Hier unten haben wir auch wieder einen für Wario. Dann hier bei meinem Lieblingslevel. Das habe ich heute aufgenommen, by the way. Heute am 16.8. Ich glaube, die Aufnahme kann ich auch eigentlich nachschauen. Ja, ist genau eine Woche alt sogar. Ja, und mit Mario fehlte noch hier der bei der Piratenbucht Panik. Und dann hatte ich auch schon 28. Allerdings, 25 habe ich aktuell. Mit Wario gibt es noch zwei oben in dem Raum, wo Tic-Tac-Trauma unter anderem auch ist. Jedenfalls, als ich auf der Suche nach den letzten Yoshi-Hasen war, habe ich einen speziellen Hasen getroffen, nämlich diesen leuchtenden hier. Davon gibt es, glaube ich, 8 oder sowas. Er sagt da gleich auch nochmal was dazu. Da müssen wir alle finden. Aber fragt mich nicht mehr, was da passiert. Ich glaube, da öffnet sich diese vierte Tür neben den ganzen Charaktertüren oben bei dem Minispielraum gedönst da. Ah, nicht essen, nicht essen. Ich schmecke absolut eklig, aber mein ältester Bruder, der schmeckt gut. Ja, iss ihn. Okay. Ach, ich dachte, ich wäre Geschichte, aber ich habe nichts, was ich geben könnte. Ich kann nicht glauben, dass du mich gefangen hast. Ich bin der zweitschnellste von uns 8 Brüdern. Ich lüge nicht. Aber komm nicht auf die Idee, uns alle fangen zu wollen. Hörst du? Das schaffst du nämlich nicht. Ja, und die spawnen halt random und ja, wir müssen noch 7 Stück fangen. Und damit wäre es erstmal für diesen Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in der Wubiwaba-Wüste.